Hallo ihr Menschen, mein Name ist Dr. Rainer Limpinsel und ich rede über Diabetes. Immer wenn ich Diabetes sage, meine ich damit automatisch Diabetes Typ 2. Halloween ist gerade vorbei. Ihr erlaubt, dass ich meinen Halloween-Gedächtnispullover anziehe, den ich übrigens genauso schrecklich finde wie ihr höchstwahrscheinlich. Aber es musste einfach sein. Ich war dabei, euch im letzten Video den Inhalt dieses Buches im Prinzip nahezubringen. Der Anti-Diabetes-Plan, unkonventionelle Strategien, die wirklich helfen, das ist das Sachbuch. Und es gibt dazu auch jetzt noch aktuell im Handel das Praxisbuch. Da werde ich später dann auch noch drauf eingehen, aber das wird halt noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Da steht wirklich ein Stundenplan drin, was du 3 Monate machen sollst, wie du es schaffst, vom Diabetes runterzukommen. Und keine Sorge, was ich in beiden Büchern schreibe, ist jetzt keine Raketenwissenschaft und auch nichts Unmenschliches, was du leisten musst. Es geht um die kleinen Tricks, wie du was du essen sollst, wenn du das Richtige nämlich isst, kommst du mit 3 Mahlzeiten aus, dann brauchst du keinen Kuchen am Nachmittag, dann brauchst du keinen Schokoriegel am Morgen. Welchen Alkohol du trinken willst, wenn du Alkohol trinken möchtest, alle diese Dinge, das steht in meinen Büchern drin, wie ich es geschafft habe. Gut, wir gehen heute dann in diesem Sachbuch weiter und soll heute darum gehen, warum Menschen dick werden, um die Insulinresistenz, Bauchfett oder Fett am Bauch und dann auch noch über Folgekrankheiten von Diabetes. Fange ich an mit, warum Menschen dick werden. Also erstmal brauchst du die Veranlagung für Dickheit und gleichbedeutend ist das auch mit die Veranlagung dafür, dass du Diabetes kriegst. Also es gibt Menschen, die können einfach futtern, was sie wollen und die werden nicht dick. Die sind in der Minderheit und trotzdem schafft es dadurch natürlich zum Beispiel die Industrie, uns zu erzählen, dass ihre Produkte nicht dick machen, weil sie hätten ja diese Studie gemacht und in dieser Studie waren wie durch einen Zufall nur so High Gainer, nennt man die, Leute, die unglaublich viel futtern müssen, um überhaupt irgendwie mal 500 Gramm zuzunehmen. Ich habe 2 von denen in meiner Bekanntschaft und die können einfach wirklich viel mehr futtern als andere. Also, oder andersrum gesagt, wenn wir alle genau das gleiche essen, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder so, wir nehmen alle zu, weil wir so viel gefuttert haben, früher jetzt in meiner alten Zeit, als ich dick war. Und diese Leute bleiben immer total schlank. Es ist unglaublich. Das sind die High Gainer, nur die interessieren uns nicht. Die gibt es, ja, aber die werden nie Diabetes kriegen und das interessiert einfach nicht, weil diese Menschen nicht repräsentativ sind für die meisten Menschen. Die meisten Menschen können halt durchaus moppelig werden, wenn sie die falschen Sachen essen. Und jetzt kommt's, dann gibt es da wiederum die Hälfte, die Diabetes kriegen können und die andere Hälfte kriegt einfach keinen Diabetes. Also es gibt Menschen, die sind 300 Kilo schwer und total unbeweglich und haben totalen Stress. Sie werden aber niemals Diabetes kriegen. Insofern ist das, wenn du willst, Pech, dass du Diabetes kriegst. Das ist in der Tat deine Veranlagung. Aber dass du dann wirklich Diabetes, hohen Blutzucker kriegst, das liegt immer an deinem Lifestyle. Und da musst du dir an die eigene Nase fassen. Du hast die Veranlagung dafür, es zu kriegen, ja, aber kein Mensch muss mit hohem Blutzucker durch die Gegend laufen, wenn er was an seinem Lifestyle ändert. Und wir sind nun mal als Menschen entwickelt worden in der Steinzeit. Unsere genetische Ausstattung haben wir in der Steinzeit gekriegt. Und die Steinzeit, die zeichnete sich dadurch aus, dass die Menschen wenig Stress hatten. Und jetzt kommen wir nicht mit, die musst mit Mammuts kämpfen, das haben die nämlich gar nicht so viel getan. Die sind nicht losgegangen und haben im Fünfertrupp mit Lanzen so einen Mammut erledigt. Da gibt es immer so historische Zeichnungen, die sagen uns das, das wäre so gewesen. Aber das war gar nicht so. Die Leute sind durch die Gegend gestriffen, haben irgendwas, also pflanzliche Sachen gesammelt und dann haben sie kleinere Tiere, geangelt haben sie gerne und kleinere Tiere gejagt mit Fallen. Und bei größeren Tieren haben sie gewartet, bis dann andere Raubtiere diese Tiere erlegt hatten, bis dann noch die Geier da waren und dann noch die Schakale meinetwegen und was weiß ich. Und dann lagen da nur noch die Knochen rum. Und dann sind sie ganz in Ruhe dahingegangen, haben die Knochen mit Steinen aufgehauen und haben das Knochenmark zu sich genommen. Neueste Studien beweisen nämlich, dass unsere Steinzeitvorfahren mit Vorliebe Knochenmark gegessen haben. Übrigens ein weiterer Beweis dafür, dass fettes Essen überhaupt nicht so schlimm ist. Es kommt auf die Gesamtheit der Sachen an, die wir essen und dann ganz besonders wieder auf die Kohlenhydrate, die schlechten Kohlenhydrate, die uns dick machen. Und deswegen, gut, dass ich das jetzt so, ohne es zu wollen, den die Überleitung gekriegt habe, warum Menschen dick werden. Es liegt am Hormon Insulin und natürlich an Kalorien. Aber ich möchte euch es ein bisschen auseinanderdröseln. Nehmen wir mal an, du holst dir 1000 Kalorien aus Olivenöl und Eiern.
So, dann hast du 1000 Kalorien zu dir genommen. Jetzt gibt es Verfechter der Fitness-Sache, die sagen, oh Gott, nein, 1000 Kalorien aus Olivenöl und Eiern, das ist ja schrecklich, so viele Kalorien. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung, so geht's nicht. 1000 Kalorien aus Olivenöl und Eiern machen dich vor allen Dingen lange satt. Denn das Eiweiß aus dem Ei und das Fett aus dem Olivenöl, da braucht dein Körper total lange, um das zu verstoffwechseln. Und in dieser langen Zeit, ich rede jetzt von 9 Stunden wahrscheinlich, die das dauert, hast du einfach keinen Hunger. Das ist super. Wenn du aber 1000 Kalorien dir aus Kuchen holst, dann hast du nach 2 Stunden schon wieder Kohldampf. Und das liegt daran, weil im Kuchen stecken mit Zucker und weißem Mehl klassische schnelle Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate haben auch 1000 Kalorien, aber sie ballern total deinen Blutzucker in höchste Höhen. Dann kommt durch eigenes Insulin oder durch dazu gespritztes Insulin, wird der Blutzucker wieder nach unten geprügelt und es kommt zu einem rasanten Blutzuckerabfall. Und das macht schon mal generell schlechte Laune. Dann hast du schon schlechte Laune. Und dann, wenn du Pech hast, kommst du in einen kleinen so ein Unterzuckerungstal rein und dann hast du aber richtig schlechte Laune und dann hast du Heißhunger. So, und dann fängst du an, schon wieder was zu futtern. Und deswegen, zum einen, sind die 1000 Kalorien aus Kuchen die wesentlich ungesünderen Kalorien. Anständige Lebensmittel lassen deinen Blutzuckerspiegel relativ in Ruhe. Anständige Lebensmittel sind deswegen, kommen ohne Haushaltszucker daher, kommen ohne Chemie daher und ohne Auszugsmehle. Es reicht also vollkommen aus, wenn du auf Vollkornreis wechselst, wenn du auf Roggenvollkornbrot wechselst, wenn du dann noch viel gute Fette in deine Nahrung integrierst und wenn du viel Eiweiß isst. Dann hast du aber am Nachmittag auf Kuchen keinen Hunger mehr und dann hast du am Morgen keinen Hunger mehr auf den Schokoriegel. So einfach ist das. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, ach, das macht mir aber so einen Spaß und ich brauche meine Pause. Ja, aber dann hast du ein ganz anderes Problem. Dann hast du Stress und dann hast du keine Lust im Leben und dann brauchst du diese Ruhe um 9:30 für deinen Schokoriegel und dann brauchst du den Kaffee und Kuchen am Nachmittag für die Ruhe, die du brauchst. Aber verstehst du, was ich meine? Du brauchst eigentlich die Ruhe, du nimmst aber zusätzlich Kalorien einfach auf und dann auch noch schlechte Kalorien, die du nicht brauchst. Und ganz besonders vertrackt ist dann noch, dass Kohlenhydrate und vor allen Dingen die schlechten Kohlenhydrate zu einer erhöhten starken Insulinausschüttung führen. Das habe ich ja gerade schon erklärt, dass wenn der Blutzucker steigt durch Kohlenhydrate, muss der wieder runter und dann kommt es zu Insulinausschüttung oder du musst Insulin spritzen. Und Insulin hat jetzt die dumme Eigenschaft, dass es ein mästendes, ein anaboles Hormon ist. Manche Kraftsportler benutzen Insulinspritzen als Dopingmittel. Wenn ein Diabeteskranker von Tabletten auf Insulinspritzen wechseln muss, weil er es nicht mehr schafft mit Tabletten, weil sein Lifestyle zu ungesund ist, und er ändert nichts an seinem Leben, außer dass er bis letzte Woche Tabletten genommen hat und jetzt nimmt er Insulinspritzen, dann nimmt dieser Mensch 4 Kilo zu im Schnitt. Da kann man nichts gegen machen, denn Insulin ist ein mästendes, anaboles Hormon. Ich möchte es jetzt hier nochmal ganz klar sagen, und ich möchte betonen, dass ich überhaupt nichts mit diesen Menschen aussagen möchte. Ich nehme die jetzt einfach nur, weil wir sie alle kennen. Ein Typ wie Markus Söder oder Uli Hoeneß, ein gestandenes Mannsbild mit einer leichten bis großen Plauze. Und wie heißt der noch? Heißt der nicht Riechling? Dieser total dünne Comedian oder Kabarettist. Oder hier auch unser Gesundheitsminister Lauterbach, so die Schlanken, die extrem Schlanken. Der Unterschied zwischen diesen menschlichen Silhouetten ist nur, im Körper der etwas moppeligeren kreist mehr Insulin. Und das meine ich wertfrei. Ne? Das hat jetzt nichts mit Politik oder mit diesen Promis zu tun. Ich wollte euch nur, das ist der Unterschied. Und so ist es. Also du musst dich bemühen, in deiner Nahrung Dinge zu essen, die eben zu einer geringeren Insulinausschüttung führen. Und schon siehst du anders aus. Jetzt ist noch die große Frage, wollen das wirklich die meisten? Also ich kann ja nur von mir früher ausgehen. Ich wollte es früher nicht. Für mich persönlich, früher war das Essen von falschen Sachen Bodybuilding mit falschen Methoden. Aber mir war es damals besser und wichtiger, dass ich, wie soll ich sagen, mehr Masse hatte, auch wenn ich wusste, dass ich eigentlich nur am Bauch massig bin, aber ich hatte ein bisschen breitere Schultern und alles war ein bisschen mehr an mir.
Das war für mich damals Bodybuilding mit falschen Methoden, dass ich so viele falsche Sachen gefuttert habe. Und ich kenne es nur aus meiner Bekanntschaft und auch ein paar Leute, die sich über Internet bei mir gemeldet haben. Also ich habe ein paar kurze, also kleine, dicke Männer kennengelernt, die Diabetes bekommen haben. Alle so in meinem Alter, im besten Alter. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ihr könnt das schaffen, aber dann müsst ihr halt das und das essen und dann werdet ihr so und so aussehen. Und dann haben die gesagt, nee, das mache ich nicht, dann bin ich ja nur noch klein. Also denen war, deren Unterbewusstsein, deren war es lieber, sie sind klein und dick und haben Diabetes, als sie sind klein und schlank und haben keinen Diabetes. Das ist jetzt ein sehr, sehr weitreichendes Thema, wo man selber sich fragen muss, was ist mir wichtig, was will ich? Meine Mutter und meine Oma zum Beispiel, die haben gesagt, ja Junge, ich habe einen kleinen Bauch, aber dann habe ich keine Falten im Gesicht. Meine Oma und meine Mutter sind mit jeweils 30 Kilo Übergewicht ins Grab gegangen und sie waren aber stolz darauf, dass sie relativ faltenfreies Gesicht hatten. Das waren die Sprüche meiner Mutter und meiner Oma und da muss halt jeder selber wissen, wie er mit diesem Thema umgeht. Und es geht am Ende immer über die Ernährungsumstellung und die Stressvermeidung und ab und an sich körperlich bewegen. Also, warum Menschen dick werden, liegt ganz, ganz klar daran, weil sie die falschen Sättigungsbeilagen, die falschen Kohlenhydrate zu sich nehmen. Schlechte Sättigungsbeilagen, schlechte Kohlenhydrate lassen den Blutzucker schnell hochpitchen und dann sind es leere Kalorien zum einen, also natürlich sind da einfach auch Kalorien drin, aber es kommt halt auf diese Insulinausschüttung an. Und das ist der Unterschied, warum 1000 Kalorien aus Olivenöl und Eiern nicht dick machen und 1000 Kalorien aus Kuchen machen dick. Gut, es liegt am Insulin. Dann die Insulinresistenz. Ja, die ist ursächlich dafür, dass du Diabetes kriegst. Bei den allermeisten Diabetikern, wenigstens zu Beginn, in den ersten 10 Jahren ihrer Erkrankung, stellt die eigene Bauchspeicheldrüse genug Insulin her. Aber die Körperzellen hören nicht auf das eigene Insulin. Insulin ist das einzige Hormon, was es schafft, den Blutzucker nach unten zu bringen. Kein Insulin, ist der Blutzucker immer oben an der Decke. Und Insulinresistenz bedeutet nun, dass eigentlich genug Insulin da wäre, aber durch die Resistenz hören die nicht auf das eigene Insulin, diese Zellen. Und wenn du diese Insulinresistenz beseitigen kannst, dann verschwindet automatisch dein Diabetes, denn deine Bauchspeicheldrüse würde noch genug Insulin herstellen. Und du schaffst es, deine Insulinresistenz zu besiegen, ihr könnt es euch schon denken, durch die drei Faktoren: anständig ernähren, deswegen Gewicht abspecken, ab und an körperlich bewegen und Stressvermeidung. Das ist das Geheimnis der Insulinresistenz und die ist ursächlich für 90% der Diabetesfälle, eine Insulinresistenz. Ich vergleiche das immer gerne mit einem kleinen Kofferradio. Stellt euch vor, ihr stellt ein kleines Kofferradio an eine Autobahn, dann hört ihr nichts vom Kofferradio, obwohl es eigentlich läuft und plärrt. Wenn ihr das gleiche Kofferradio in einen Wald stellt, dann ist es laut genug. Das gleiche Kofferradio kommt dir einmal als defekt und einmal als viel zu laut vor. Es ist aber dasselbe Kofferradio. Und so ist es auch mit deiner Bauchspeicheldrüse und deiner Insulinproduktion. Eigentlich wäre die gut genug, aber weil in deinem Körper eine Resistenz herrscht, klappt es halt nicht. Gut, dann noch eben Bauchfett oder Fett am Bauch. Die Plauze ist gar nicht so schlimm. Alles Fett unter der Haut ist nicht das Problem. Das Problem ist das tiefe Bauchfett, was unter den Bauchmuskeln im Inneren des Bauches, also in der Bauchhöhle sitzt und an den Organen ist. Meistens am Darm sitzt das. Und dieses Fett ist der Bösewicht, denn das sendet böse Hormone aus, die dann diese Insulinresistenz befeuern, weswegen du hohen Blutzucker hast. Und das Problem ist nun, das könnt ihr euch schon denken, Menschen, die niemals Diabetes kriegen würden, haben relativ wenig von diesem Bauchfett. Die sind auch moppelig und haben Übergewicht, aber da sitzt das Fett dann unter der Haut. Das ist für manche Menschen unschön, andere Menschen finden es total sexy. Und das macht aber medizinisch keine großen Sorgen. Also man wird ein bisschen schwerer, dann kriegt das Herz irgendwann Probleme und die Knochen kriegen Probleme, allein so rein mechanisch. Die Pumpe kann nicht so gut pumpen und die Knochen müssen es tragen. Aber eigentlich keine große medizinische Sache. Das tiefe Bauchfett, das ist ein richtiger Stinkstiefel, denn das macht zum Beispiel Diabetes und Krebs. So, klipp und klar. Menschen mit Diabetes kriegen häufiger Krebs und das liegt daran, weil das tiefe Bauchfett ein Bösewicht ist. Und ich persönlich bin, glaube ich, der Mensch, der am meisten Veranlagung für tiefes Bauchfett hat. Das haben alle männlichen Wesen in meiner Familie.
Und ja, so ist es halt. Damit muss ich leben, aber durch einen geschickten Lifestyle kann man das einfach in den Griff kriegen, dass man es runterkriegt. Aber selbst wenn ich total gärtenschlank bin, habe ich noch eine kleine Plauze. Das ist unfassbar bei mir. Und ja, damit muss ich einfach klarkommen. Gut, dann jetzt noch ganz kurz Folgekrankheiten von Diabetes. Also wenn du lange Jahre mit zu hohem Blutzucker durch die Gegend läufst, dann ist einfach der Wurm drin in deinem Körper, und zwar so richtig auf allen Ebenen. Es ist nicht nur der hohe Blutzucker, der dann da ausschlaggebend ist, da steckt wirklich der Wurm im ganzen System. Alles funktioniert nicht mehr so gut. Dein Immunsystem funktioniert nicht mehr so gut, deine Verdauung funktioniert nicht mehr so gut. Und deswegen könnte ich persönlich auch Krebs zum Beispiel als Folgeerkrankung von Diabetes werten. Offiziell in den schulmedizinischen Lehrbüchern werden allerdings andere Krankheiten gelistet. Und zwar sind das die Erkrankung der Nerven, der Augen, die Durchblutungsstörungen der Beine, der Nierenschaden, der Herzinfarkt und der Schlaganfall. Und dann unterscheiden die Schulmediziner auch noch gerne, ob der Diabetes die großen Blutadern zerstört hat oder ob Diabetes die kleinen Blutadern zerstört hat. Und da habe ich aber auch schon mal ein Video drüber gemacht, deswegen muss ich da jetzt nicht noch dezidiert drauf eingehen. Ja, die WHO wertet Diabetes als Bedrohung für die Menschheit. Und Diabetes könnte so einfach bei 90% der Betroffenen wieder verschwinden, wenn diese Menschen dem Leben in der Steinzeit möglichst nahe kommen würden. Und das würde bedeuten, anständige Lebensmittel essen, vor allen Dingen die schlechten Kohlenhydrate verbannen, Industriekram verbannen, Chemie im Essen verbannen, wohlgemerkt sich satt essen, aber halt mit gesunden Lebensmitteln. Und ab und an ein bisschen spazieren gehen, meinetwegen auch noch am Gummiband ziehen, so ein bisschen körperliche Bewegung machen und Stress aus dem Weg gehen. Das ist es, so einfach ist es. Ich habe das nicht erfunden, das steht in jedem Lehrbuch drin. In jedem Lehrbuch steht drin, dass Tabletten und Insulinspritzen erst zum Einsatz kommen dürften, wenn diese sogenannte Basistherapie, das was ich in meinen Videos propagiere, wenn das versagt hätte. Und das Problem ist nun ganz einfach, diese Basistherapie versagt fast nie. Aber fast niemand geht anständig an die Basistherapie ran. Das ist das Problem der heutigen Zeit. Die Ärzte haben keine Zeit, die Patienten wollen es nicht, bezahlt wird es sowieso. Also Medikamente werden ja bezahlt. Ja, und dann kann man weiter futtern wie bisher und kann die ganze Zeit vorm Fernsehen abhängen und sich stressen lassen auf der Arbeit und so. Und halt ungesunde Sachen essen. Ja, und dann bleibt man natürlich auf dem Diabetes hängen. Gut, dann geht es im nächsten Video weiter aus meinem Buch. Das ist dann hier, ATP ist mir zu kompliziert fürs Video, das werde ich nicht machen. Dann geht es schon gleich los mit gesunder Ernährung, der absolut wichtigsten Baustelle. Also ich werde im nächsten Video über gesunde Ernährung und alles, was du wissen solltest, Mikrobiom, glykämischer Index, industrielles Essen, Lebensmittelampel, Salamibrot, der Brühwürfel, Eiweiß. Also da gehen wir dann auf das Thema Ernährung. Ich freue mich aufs nächste Video, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Dankeschön und bis demnächst.